Zur Weiterverwendung der Daten in anderen Programmen stehen in Allplan viele Schnittstellen zur Verfügung, unter anderem die Rhino-Schnittstelle, um diese durchbrochene Fassade zu exportieren. Wählen Sie dafür die Exportwerkzeuge aus und dort das Werkzeug zum Exportieren nach Rhino und speichern Sie das im Rhino-Format ab. Im Programm Rhino können Sie natürlich die Datei dann öffnen und können diese dann weiter nachbearbeiten. Natürlich kann auch in Rhino etwas entstanden sein, was Sie nach Allplan exportieren und dort weiter nutzen. Diese Datei wird dann in Rhino natürlich abgespeichert und in Allplan importiert. Natürlich über die Dateischnittstelle, bei welcher Sie Rhino-Daten importieren. Und dann wählen Sie die gewünschte Datei aus und importieren diese. Auf Allplans Seite wird das dann natürlich auch dargestellt. Und in der entsprechenden Perspektive kann man das natürlich auch hier noch weiter bearbeiten. So können unter anderem mit weiteren Zylindern boolesche Operationen durchgeführt werden, um diese Zylinder vom importierten Körper abzuziehen. Dafür werden die boolschen Operationen gestartet, der Körper selektiert und die Zylinder davon abgezogen. Auch an diesem Objekt ist es natürlich noch möglich, mit Extrudieren oder weiteren Funktionalitäten das nachzumodellieren. Um noch weitere Gestaltungselemente hinzuzufügen. Und so sind mithilfe unterschiedlichster Modellierungstools in Allplan verschiedene durchbrochene Fassadentypen entstanden.